Zwar werden in Deutschland immer weniger Babys geboren, dafür buhlen dank Patchwork-Modellen immer mehr Papis, Mamis, Omas und Opis um die Gunst der kleinen Racker. Es steht also immer mehr Geld für den Nachwuchs zur Verfügung. Die Kind- und Jugend hilft dabei, es anzulegen. Bereits zum vierten Mal präsentiert Prinzessin Maya von Hohenzollern ihre Vorstellung von babygerechten Produkten. Vom Trönchen zum Krönchen. Sanitärmäßig passt da einfach alles. Also die Philosophie meiner Marke ist von einer Prinzessin für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Und ich glaube, das können ganz viele Eltern nachvollziehen. Für sie ist ihr Kind, ob es sogar ein Junge oder ein Mädchen ist, einfach ein kleiner Prinz, eine kleine Babyprinzessin. Der Trend geht insgesamt zu mehr Sicherheit und höheren Preisen. Babyphone war gestern, heute werden die Sprösslinge per iPhone und Monitor überwacht, inklusive Vitalfunktionskontrolle. Der Spaß kostet 220 Euro, dafür ist die App im Preis bereits inbegriffen. Etwas teurer ist da schon der Buggy Origami. Der klappt sich elektrisch auf und wieder zu. Und die Ladestation fürs iPhone ist auch schon integriert, macht schlanke 850 Euro. Dabei werden die Wünsche der Muttis oft so bescheiden. Eine Windel, die nicht stinkt, zum Abwaschen. Das wäre ganz gut, genau. Ach was, Kinder machen doch heutzutage kaum mehr Arbeit. Die Wiege wiegt von alleine, die Medizin wird unauffällig per Schnuller appliziert, das praktische Töpfchen ist immer dabei und die Kleider müssen auch nicht mehr herausgelegt werden. Die Kleinen wissen ganz genau, welchem Couturier sie vertrauen.